Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren kleinen Kurz angespielt von holase-linuxgaming.de. Ich bin Meldrian und zeige euch heute Airline Tycoon Deluxe. Und warum zeige ich euch das? Tja, ganz einfach, im Moment ist es im Angebot, kostet auf Steam 4 Dollar oder 4 Euro, je nachdem wie man das sehen will. Außerdem gibt es davon eine unschwer zu erkennen Linux-Version von RuneSoft portiert. Das ist wirklich die RuneSoft-Variante. Ich habe es eben im Intro ganz überrascht festgestellt. Und der letzte, aber doch wichtigste Grund ist, ich habe damals als Kind, sagen wir eher als Jugendlicher, den ersten Computer gab es nicht so früh, dieses Spiel auf einem Windows-Computer, Windows 98-Computer, gespielt und geliebt, auch wenn ich immer verloren habe, weil ich keine Ahnung hatte von Finanzsystemen oder von genereller Wirtschaft, auch wenn diese hier sehr comicartig dargestellt wird. Das Ganze erst kurz angespielt, sprich, ich würde sagen, Kampagne der Airline Tycoon, das ist so das, ein neuer Job. Also quasi so, hoffentlich, so hoffe ich, die Spieleinführung in diesen Titel und ja, gib ihm. Das Ganze ist natürlich, ich mache mal wieder Vollbild, das habt ihr euch verdient. Das Ganze ist natürlich die Steam-Version. Wer sind wir denn? Sind wir Sigi Sorglos? Ich war früher immer Sigi Sorglos. Ich könnte ja mal Mario Sugero nehmen. Wer von denen passt an den besten von mir? Das ist natürlich die Tina Cortez. Igor. Wir nehmen Igor, weil er rot ist und weil er einen Phönix hat. So, Igor. Der heißt aber nicht Igor, der heißt Marcel, Dominik, oh, schade. Passt nicht hin. Dann halt Marcel Riano. Nee, so, bleibt so. Und Start. Einen Moment bitte. Hallo und willkommen bei Airline Tycoon Spellbounds neuester Software. Ja, das waren noch Animationen damals. Guckt euch diese Mundwinkel-Synchronisation an. Ich bin Belinda, ihre Assistentin. Ich werde sie ein bisschen herumführen, damit sie sich in ihrem neuen Job wohlfühlen. Belinda hat's im Hals gerade. Belinda hatte gestern Abend einen zu viel. Ah, da sind sie ja, unterwegs zur morgendlichen Konferenz, wie ich sehe. Die anderen drei sind übrigens von der Konkurrenz. Die anderen drei? Da sind vier. Einer davon bin ich. Die anderen drei sind von der Konkurrenz. Richtig, Belinda. Die meisten Büros, wie auch das des Flughafenmanagers, sind oben im privaten Bereich des Flughafens. Verstehe ich überhaupt nicht. Belinda, da steht Wait, aber ich bin ein bisschen fixer als du. Dies ist die Leitung des Flughafens. Handeln Sie sich besser keinen Ärger mit Dr. Urich ein. Achtung, die Konferenz beginnt. Ich krieg schon wieder Durst. Nein, meine Flasche ist leer. Oh, ich hab noch eine. Ah, Sie sind also die neuen Tycoons. Interessant. Dann will ich direkt etwas klarstellen. Ich werde hier nichts dulden, was meinen Flughafen durcheinander bringt. Also, achten Sie darauf, was Sie tun. Da Sie alle staatliche Gelder für die Gründung Ihrer Fluglinien erhalten haben, werde ich Sie in den nächsten Tagen genau beobachten. Fürs Erste erwarte ich von Ihnen, dass Sie einige Aufträge durchführen. Ich bin gespannt, wer als Erster 10 Aufträge erfolgreich durchführt. Gut, dann können Sie jetzt gehen. Wir sehen uns spätestens morgen früh. So, ihr habt's gehört. 10 Aufträge sollen wir durchführen. Wir gehen gar nicht in unser Büro, denn ich will der Erste sein, der Aufträge kriegt. Das kriegt man hier vorne an diesem Travel-Schalter. Die muss man sich schön wegklickern. So, also spätestens jetzt haben die Ersten auch begriffen, worum es hier geht. Es geht darum, also man leitet eine Fluglinie. Also das ist genau das, wonach es klingt, nur halt eben nicht so bitter ernst, so bierernst, sondern man macht das halt so eher so cartoonig. Ich will als mit den Pfeiltasten scrollen, aber es geht nicht. Man muss wirklich mit der Maus an den Rand. Sonst tut sich da gar nichts. Schlimm. Man kann doch diesen Charakter nicht direkt steuern, man steuert ihn mit Klicks. Geh ins Büro, du Luder! Denn dort... Oh ja, genau, das russische... Ah, oh, das ist so cool, das russische Büro. So, denn dort sind... Irgendwie kommt man an die Flughäfen, genau. Also die, alles hier, das ist quasi wie... Kennt jemand von euch noch Microsoft Bob? Das ist quasi wie Microsoft Bob, nur als Spiel. Also man muss die ganzen Schaltflächen selbst finden. Da ist nirgends hier, ist da Kerosinverwaltung. Flugzeuge ausrüsten. Bitte klicken Sie auf den Globus. Mein Gott, du Pienzchen. So, hier stellen Sie unseren Flugplatz zusammen. Das ist nicht leicht, aber es ist eine der wichtigsten Aufgaben als Manager. Am Anfang werden die Aufträge vom Reisegesellschaften annehmen und Flüge für Sie durchführen. Später können Sie eigene Flugrunden öffnen, was sehr lukrativ ist. Das habe ich noch im Hinterkopf. Aber, naja. Dies ist eine Liste der Flugzeuge, der Phoenix Travel hat. Suchen Sie eins aus und klicken Sie darauf. Ich nehme die Erfurt. Die Erfurt in Berlin, nehme ich. Das sind die heutigen Flugplan, bla. So. Den soll ich jetzt da hinsetzen. Zack. Der wird jetzt ausgeführt und der kommt dahinter. Bam.
Und dann kommt noch der hier hin. So, bam. Es geht einfach. Also die erste Mission ist wirklich nur nicht auf Gewinn orientiert, denn gewinnorientiert technisch mache ich gerade totalen Blödsinn. Sondern da geht es wirklich nur darum, möglichst viele Flüge in möglichst kurzer Zeit abzuwickeln. Und genau das habe ich hier vor. Hört doch mal mich auf, hier voll zu labern. Wenn ihr Bock habt, könnt ihr das lesen. Das ist, ja, ich weiß. Aber ich habe da jetzt keine Lust drauf. So, ich will zurück zur Flughafenauswahl, zur Flugzeugauswahl, denn ich habe ja noch drei Flüge. Was ist das? Kein Gate? Oh, stimmt, Gates. Oh Gott. Später kann man sich einen Gate-Ausbau kaufen. So, auch heute zwei Flüge. Das heißt, damit werden wir richtig gut auf die Kacke hauen können. Was kann man sonst noch so tun? Warten Sie zum, gehen Sie zum Eingang des Flughafens, dann warten wir ein bisschen. Ach so. Jetzt soll ich gucken, wie mein erstes Flugzeug startet. Sie können sich mit der linken Maustaste auf die Uhrzeit, nicht die Uhr klicken, um sich die Zeit zu vertreiben. Halten Sie den Mausknopf gedrückt, bis ich mich melde. Da sind schon die ersten, die ein Zeichen von mir über den Kopf haben. Das heißt, die wollen zu meiner Fluglinie. Ja, ja, ja. So ist das. Komm, lauf, Igor. Also, nee, wie habe ich ihn genannt? Marcel. Marcel Dominik oder Messeriano. Komm, auf, fix. Der hat auch schon den ersten Flug. Aber ich habe ihn auch. Komm her. Stell dich hier hin und begrüße jeden Kunden, der hier rein will, mit einem Handschlag. Da soll ich drauf drücken, ne? So geht das. Guck sie dir an, guck sie dir an. Da, wie sie sitzen und fliegen wollen. Mit meinem Flugzeug. Wollen mir Geld geben. Ist das nicht freundlich? So, habe ich jetzt das überhaupt richtig gemacht? Jetzt sind die eingestiegen. Müssen sie mich nicht schon wieder voll labern oder habe ich irgendwas falsch gemacht? Ich meine, ich kenne mich. Ich habe natürlich irgendwas falsch gemacht. Ich kenne auch mein Schwein. Mein Glück. Wir reden mal mit Rick. Ricky! Rickys Popsofa. Hi! Was darf sein? Gustav. Ich habe gehört, Sie kennen sich mit Fluglinien aus. Alles Audio, wie sie das macht. Ich hatte selber früher mal eine. Hey, jetzt erkenne ich dich. Dein Bild war neulich in der Zeit. Ihr gehört eine der Fluglinien. So ist es. Genau. Ja. Ich wollte fragen, ob Sie nicht ein paar Tipps für mich haben. Klar habe ich das. Übrigens, nenn mich Rick. Also fürs Erste solltest du dich mit Aufträgen beschäftigen. Hier am Flughafen gibt es zwei Reisebüros, wo du welche bekommst. Außerdem kannst du auch welche im Ausland anrufen. Wenn du nicht schon sowas hast, solltest du dir außerdem ein Filofax und ein Handy zulegen. Das spart eine Menge Zeit. Du findest diese und andere Sachen im Duty-Free-Laden. Faszinierend, dann gehe ich da jetzt hin. Rick, danke fürs Gespräch. Ihr erster Kunde checkt jetzt gerade am Schalter ein. Gehen Sie ihm weiter nach, sobald er losläuft. Was redet ihr denn für ein Stuss? Meine ersten Leute sind schon im Flugzeug. Und warum bin ich jetzt hier drin? Ich wollte doch in den Duty-Free. Guck mal, ein Cowboy. Hallo. Indem du mit mir redest. Guten Tag, kann ich Ihnen helfen? Ja, ich will. Tja, was haben Sie denn so für Waren? Das hat er nicht gefragt alles, im Original. Alles, was der Manager braucht. Ein Filofax, ein Notebook. Gott, laber mich nicht voll. So, ich will Schnaps. Ein Terminplaner. Ich will einfach alles. Notebook gibt's nicht. Ich habe zurzeit leider keine Notebooks vorrätig. Ja. Aber sie sind bestellt und treffen voraussichtlich in einigen Tagen ein. Notebooks, auch super. Handy. 300.000 für ein Handy. Ja, damit. Kannst du noch was Lustiges kaufen? Guten Tag, ups, kann ich Ihnen helfen? Nein, 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 nein. Tja, ich wollte nur, ich habe mich verklickt. Sorry. Nö, sonst, weiß ich nicht. Was, was? Den Warteraum betreten. Das ist eine Lüge. Diese Frau ist nur im Lügen. Die ist ganz dreist. Wollen wir nochmal da hinten gucken gehen? Wir gehen nochmal da hinten gucken, damit die Frau Ruhe kriegt. Lauf! Igor! Was ist hier? Da ist der Flug nicht gekommen, oder was? Auch nicht schlecht. Um 14 Uhr. Na komm, gib Gas. Ich weiß nicht, ist irgendwie ein bisschen hinterher gewesen. Hier stellen wir uns hin, gucken mal hier raus. Phoenix Travel. Jetzt ruft er mich ja noch an. Hallo? Falcon 1 hier. Hallo, die Verbindung ist abgebrochen, ich höre dich nicht. Hallo, hallo. Was gibt's? Was gibt's? Wie läuft das Geschäft? Ich überlege, ob ich den Laden hier dicht machen soll und lieber Hotdogs verkaufe. Und bei dir? Ich überlege, ob das hat überhaupt, ich glaube, es hat überhaupt keinen Sinn, was man da drückt, aber es ist ja völlig egal. Es geht um das Prinzip. Es geht um unsere Geschäftsbeziehungen. Der antwortet mir überhaupt nicht. Ich wollte dir vorschlagen, zu kooperieren. Wir können unsere Kontakte ins Ausland gemeinsam nutzen. Du kannst meine Niederlassungen anrufen und ich deine. Einverstanden, das machen wir. Einverstanden, das machen wir. Okay, das war's auch schon. Tschüss. Ja, also in der realen Welt, da fliegen sie ab in den Urlaub. Was redet die? Sie machen das so gut, dass sie mich jetzt gar nicht mehr brauchen. Probieren sie einfach ein bisschen. Weitere Flugzeuge können sie im Museum am linken Ende des Flughafens preiswert erwerben.
Piloten und Flugleiter können Sie im Personalbüro neben Ihrem Büro einstellen. Alles klar, prima. Sollten Sie noch Fragen haben, schauen Sie doch im Internet bei Spellbound rein. Das wird nicht mehr so leicht möglich sein, glaube ich. Die Adresse ist www.spellbound.de. Probiert's aus, Leute. Mal gucken, wo er ankommt. Dort finden Sie doch nur nicht nur Informationen und Tricks zu Alan Tycoon, sondern auch zu den anderen Spellbound-Produkten wie Perry Roden. Und jetzt wünsche ich Ihnen noch viel Spaß. Gracias. Ich kann dich nicht wegklicken. So viel Spaß wünschst du mir. So, 5 Millionen haben wir noch. Wo können wir jetzt mal hingehen? Das gibt's ja nicht aufs Damenklo. Ich habe Parfüm geklaut. Okay, das gab's in der Ursprungsversion nicht. Dass man Parfüm klauen konnte. Finde ich gut. Was ist hier los? Der schläft. Normalerweise sagt er, die Zeitschriften hängen da. Putschversuch im Kongo. Cool. Schauspieler Müller trinkt Kaffee. Luder. Was ist hier so? Ah ja, die Bank. Wir brauchen noch kein Geld. Da können wir noch nicht hin. Und Petrol Air ist noch nicht da. Schade. Komm, wir gucken nochmal, ob wir ein paar Aufträge finden. Ah, hier sowas Kurzes. Ach, ich brauche Berater, die mir sagen, ob ich das überhaupt kann oder nicht. Genau, machen wir gleich. Erstmal, nein, Moment, wir machen das jetzt. Mein Personalbüro ist, glaube ich, nebenan, ne? Hier, da. Guten Tag, die sehen auch immer... Gib mir das. Die Tabletten brauche ich noch. Gib mir das! Die Tabletten brauche ich noch. Mistkuh. So. Ja, Chef. Was denn los? Ich suche Berater. Ich suche Berater. Ich stelle einfach alle ein. Durchschnittsgehalt von 10.000. Leck mich doch am Schlappen. Was machen die denn? Was beraten die denn? Personalberaterin. Sehr talentiert. Ist mir egal. Auftragsanalystin. Oh ja, hochbegabt. Die will ich haben. Flugzeuganalyst. Ist mir auch Wumpe. Fitnesstrainerin. Da kann ich schneller laufen. Barbara hat Sport und Englisch studiert. Konnte aber keine Stelle als Lehrerin finden. Sicherheitsmanager, hochbegabt. Das ist cool, wenn du einen Sicherheitsmanager hast, dann kriegt man überall mal Rabatte. Weil das ist quasi so ein Typ, der um dich rumläuft und also man sieht ihn nicht, aber der schüchtert alle ein. Deswegen holen wir den auch, weil ich da gerade Bock drauf habe. Hallo Chef. Kann ich, weiß ich nicht. Erhöhen Sie allen Angestellten das Gehalt um 10%. Ja. Erhöhen Sie. Das mache ich gerne. Da werden sich die Leute freuen. Ja, ne? Okay. Was? Ne, das war's schon. Herr Hagedorn, will ich überhaupt nicht von Ihnen. Danke und tschüss. Dank. Was können wir sonst hier? Da kommt eine Flugbegleiterin, holen wir uns noch. Die schlechteste, die es gibt. Weil wir die geilste Airline sind. Nein, nein, nein. 2000. Die ist gut. Also, bestimmt. Was hat die denn da? Kommt gerade von der Schule, hat kaum praktische Erfahrung. Einstellen. Achso, ein Flugzeug zuweisen. Nee. Flugbegleiter. Zeigen. Einem anderen Flugzeug. Wer, wo ist denn jetzt die Blöde von eben? 2000. Macht sie die alle teuer? Zurzeit kein einem anderen Flugzeug. Die darf auf die Erfurt. Ja, cool. Viel Spaß beim Hijacken. Oh mein Gott. Hallo, jawohl. Grüß dich. Du bist live dabei. Was wollte ich denn jetzt? Achso, wir gucken noch mal ein bisschen, was hier unten noch abgeht. Wenn er denn nicht mehr beikommt. Da ist er. Also Aufträge gibt's da vorne. Last-Minute-Schalter hat zu. Weil heute Donnerstag ist. Vielen Dank für das Airline-Tun. Jawohl. Jawohl, jawohl. Gerne getan. Gerne geschehen. Bei dem Kampfpreis, wenn du das auf deiner Wunschliste stehen hast, musst du dich einfach zugreifen. So. Flugzeuge. Kaufe ich mir direkt ein neues Flugzeug? Kann ich mir eins leisten? 8, 9, 4,3. Das nehme ich. Wunderbar. Sie können es sofort haben. Ja, natürlich. Also schön, ich nehme es. So. Fast pleite. Da ist ein bisschen viel. Ich konnte ihn überzeugen, uns einen Rabatt von 9% zu geben. Hoffe ich, kann er sich bei Gelegenheit revanchieren. Brauchst du gar nicht. Alles cool, Junge. Wir sind doch gut und freundliche Kunden. Das ist mein Sicherheitsberater. Das ist ein geiler Typ, oder? 9% hat er mir rausgeprügelt. Rausgeschlagen. Es kommt aufs Gleiche hinaus. Hier kann ich noch gar nicht hin. Schade. Oh ja, mit der will ich reden. Mit der Tina. Ich will sie auf ein Eis einladen. Jetzt ist sie da reingegangen. Er hat noch einen ganzen Haufen ungenutzter HIB-Keys. Jetzt will er mir hier Sachen andrehen. Ach Mensch, hätte ich mal einen Steam-Chat ausgemacht. Das ist mir noch nie passiert. Das ist mir so peinlich jetzt. Wir gucken uns die Bank nochmal an. Und dann müssen wir langsam auch zum Ende kommen. Die Werkstatt will ich mir noch angucken, die ist nämlich auch ganz funny. Wo bleibst du denn, Ruskop? Bester Freund, da ist er doch. So, was ist hier los? Was kann ich für Sie tun? Sehen wir dann. Ich möchte Aktien kaufen. Ja. Ich möchte... Von welcher Firma? Von dem da. Von Kran... Mehr. Ich will mehr. 100. 100%. Oh.
Gerne. Von welcher Firma möchten Sie sonst noch? Weil sonst von keiner mehr. Doch. Und ansonsten, ciao. Ciao. Kann ich mit der reden? Danke. Ja, ist ein interessantes Gespräch. Danke, dass Sie... Ja, okay, alles klar. Gut, kommen wir nun zum lässigsten Typen, den es gibt am Flughafen, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Zumindest fand ich den als Kind immer cool. Kind cool, cooles Kind. Wo bleibst du denn? Komm schon. Das ist halt ein bisschen ätzend. Also, was heißt ätzend ist nicht? Das macht den Charme des Spiels aus. Hi, Son Goku! Noch eine halbe Stunde ist Feierabend. Ja, ich weiß. Hier, Leute, guckt ihn euch an, Son Goku. Jetzt wisst ihr auch, was er tut, wenn er nicht gerade die Welt rettet oder irgendeinen Bullshit macht. Oder Cloud von, Bitte lassen Sie meine Sachen, wo Sie sind. Ja, ich komme immer überall rein und will erstmal klauen. Außer mal der Atommüll hier stehen, das ist ziemlich cool. Hi! Ja, was noch? Wir haben auch... Na, egal. Was können Sie für mich... Ich möchte mit Ihnen über meine Flugzeuge reden. Ich möchte mit Ihnen über meine Flugzeuge reden. Klar, zurzeit macht Karl das mit Ihren Flugzeugen. Wie soll es in Zukunft machen? Die Putze. Ist das... Gibt's das noch? Geht das nicht billiger? Geht das nicht... Sorry. Oh, es gibt... Schade, dann nehme ich den Azubi. Es ist Zeit, Ihrem Azubi-Timi eine Chance zu geben. Sie sind der Boss. Okay, Sie sind der Boss. Das wird Sie einiges pro Tag kosten. Ja, ist klar. Gut, Feierabend. Das war's, Tag vorbei. Jetzt geht's erstmal wieder zur Besprechung zum Chef. So, hier, guckt euch an. Auftrage 5. Ich bin der Man. Ich bin der Man. Briefing fortsetzen. Guten Morgen zusammen. Willkommen bei unserer Besprechung. Meinen Informationen zufolge... Also er labert jetzt so, was wir schon geschafft haben. Später kann man auch die Konkurrenz ausstechen und so. Oh, er liest es gar nicht mehr vor. In der Ursprungsversion hat er das vorgelesen. Es klang wie abgestotterte Holzkotze. Aber Tatsache ist, er tut es nicht mehr. Und später kann man die Konkurrenz noch ausstechen, also sabotieren. Und dann läuft er voll amok hier drin und geht voll ab. So, das will ich nie mehr sehen! Somit überhaupt! Phoenix, das bin ja wohl ich. Kommen wir zu den Details. Beginnen wir mit Sunshine Airways. Ihr Ruf ist okay. Aber Sie sollten noch daran arbeiten. Der Zustand Ihrer Flugzeuge ist vorbildlich. Machen Sie weiter so. Ihr Flugpersonal ist Durchschnitt. Und weiter mit Falcon Lines. Ihre Fluglinie gehört zum Mittelfeld, das ist okay. Es geht aber sicherlich noch besser. Der Zustand Ihrer Flugzeuge ist vorbildlich. Machen Sie weiter so. Ihr Flugpersonal ist Durchschnitt. Jetzt kommen wir. Als nächstes zu Phoenix Travel. Ihr Image ist durchschnittlich. Das sind wir. Besser. Wäre besser. Ihre Flugzeuge sind in einem guten Zustand. Echt? Ich habe doch dieses uralte Ding aus dem Museum gekauft. Ich dachte eigentlich, er zerreißt mich jetzt in der Luft. Aber gut. Sich nicht schlechtes berichten. Ihre Flugzeuge sind in einem sehr guten Zustand. So sehe ich das gerne. Ihr Flugpersonal ist Durchschnitt. Sehr gut. Dann wär's das. Ich danke für Ihre Zeit. Nein, ich danke Ihnen, Chef. Was machen wir jetzt? Eigentlich, was ist das eigentlich für ein Brief? Willkommen bei Airline Tycoon. Handbuch. Ah ja, alles klar. Ministerium für Luftfahrt, alles klar, alles klärchen. Könnte man ja eigentlich wegschmeißen, den Brief, ne? So, zack. Können wir sonst noch irgendwas tun, irgendwas Lustiges? Ich glaube eigentlich nicht. Und ich denke mal, ich habe jetzt auch relativ viel davon gezeigt. Man muss es mögen. Also ganz sicher, es ist nicht die typische Simulation. Es ist A, sehr, sehr, es ist von 98, das Ding ist uralt. Aber es ist halt funny gemacht und es fordert heraus. Also wie gesagt, jetzt sagen wir mal, dass man, geh weg da. Ja, ich will warten. Sagen wir mal, da kommen alles. Ah, nehmen wir alles mit. Alles mit. Nein, ist mir egal. Die Schnauze. Ich will dich alles haben. Es ist halt so. Wie gesagt, man muss es mögen. Man muss sich damit anfreunden können. Wenn man von vornherein sagt, nee, ich bin eine kleine Grafikkuh und ich brauche unbedingt. Es muss alles total gut aussehen, dann hat man hier natürlich keinen Spaß dran. Aber ich konnte bei dem Kampfpreis. Konnte ich nicht Nein sagen. Musste ich haben. Unbedingt. Habe ich jetzt auch und werde sicherlich noch das eine oder andere... Gott, die Althaus, die ist voll im Arsch hier. Also die Althaus fliegt jetzt erstmal. Werde sicherlich noch ein bisschen Spaß damit haben. Und ich würde sagen, vielleicht kriegen wir die Mission... Nee, kriegen wir die Mission noch fertig? Wie viele Aufträge mache ich heute? Eins und vier. Oh, einer fehlt. Schade. Also, sage ich jetzt erstmal Tschüss. Schön, dass ihr mit dabei wart. Wenn ihr wollt, könnt ihr auf holase-newsgaming.de schauen. Da gibt es noch was zu dem Spiel. Im Artikelform. Könnt ihr euch mal einlesen und so. Und, ja, die A-Haus sitzt in Berlin fest und kann nicht starten, da sie nicht genug Personal hat. Die Flüge wurden verschoben. Das ist ja furchtbar! Ich flippe hier aus. Also, macht das gut, haut rein. Und tschüss, man sieht, schreibt, spricht und spielt sich.